Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben es ja gerade wieder gehört, deswegen möchte ich einmal kurz mit einem Mythos aufräumen, den die regierungstragenden Fraktionen nur zu gern verbreiten. Die Gefahr, sich in der Schule mit Corona zu infizieren, sei eigentlich vernachlässigbar. Deswegen könne man mehr oder weniger problemlos den Präsenzunterricht auch bei hohen Inzidenzen aufrechterhalten. Gerade noch einmal so gehört. Das RKI hingegen meint, die Infektiosität von Kindern könne nicht abschließend bewertet werden. Die Ansteckungsrate sei ähnlich hoch wie bei Erwachsenen, und es gebe keinen Hinweis auf einen signifikanten Unterschied bei der Viruslast zwischen Erwachsenen und Kindern. Das zeigt auch eine Charité-Studie von Christian Drosten. Dort heißt es, ich darf zitieren, in Verbindung mit bisherigen Erkenntnissen liegt es nahe, das Übertragungspotenzial in Schulen und Kindergärten unter den gleichen Annahmen zur Infektiosität wie bei Erwachsenen zu bewerten. Zitat Ende. Deswegen bitte ich Sie, Herr Kultusminister, aber auch meine Damen und Herren Abgeordneten von CDU und Grünen, endlich mit offenen Karten zu spielen, anstatt immer wieder das Gegenteil zu behaupten. Ja, schaut man sich die konkreten Zahlen rund um das Infektionsgeschehen an Schulen an, die uns die KMK immer wieder zur Verfügung stellt, dann könnte man ja meinen, das bewege sich in einem vernachlässigbaren Bereich. Die Zahlen, die uns vom Kultusminister präsentiert werden, täuschen aber. So waren Ende November 204 Lehrkräfte und 1507 Schülerinnen und Schüler positiv getestet, beide Werte auf die Gesamtzahl gerechnet deutlich unter 1%. Anfang November waren aber bereits schon 3% aller Schülerinnen und Schüler sowie 4% der Lehrkräfte in Quarantäne. Das ist schon einmal viermal so viel wie vor den Herbstferien. Außerdem werden die Infektionszahlen ansonsten nicht in Relation zu einer gesamten Gruppe angegeben, beispielsweise zu allen Einwohnerinnen und Einwohnern einer Stadt, sondern in Bezug auf 100.000 Einwohner. Nur so kann man die Zahlen dann auch wirklich vergleichbar machen. Deswegen bringen uns diese Zahlen überhaupt nichts, um das Infektionsgeschehen an Schulen vor Ort wirklich einschätzen zu können. Gemessen an der hessischen Gesamtbevölkerung haben sich nämlich aktuell nur 1,6% der Menschen mit dem Coronavirus nachweislich infiziert. Das klingt ja total wenig. Aber da würde doch kaum einer auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, ja, die Pandemie ist nicht gefährlich, wir brauchen keine Abstandsregelung. Deswegen sind diese Zahlen trügerisch. Insgesamt steigt die Zahl der Infektionen an Schulen an. Das hat sogar das hessische Kultusministerium zugegeben. Das Pandemiegeschehen bildet sich also auch innerhalb der Schulen ab. Die Inzidenzen in der Altersgruppe von 15 bis 34, ich habe heute noch einmal nachgeschaut, sind in Hessen aktuell die höchsten. Vor diesem Hintergrund ist es schlichtweg nicht vermittelbar, warum in den Schulen keine Abstandsregeln gelten sollen. Dafür haben Sie noch kein Argument vorgelegt. Und das nehmen auch die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte nicht mehr stillschweigend hin. In Kassel und in Frankfurt gab es Schülerproteste für mehr Infektionsschutz. Die GEW, also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, hat mehr als 12.000 Unterschriften für verbindliche landesweite Regeln und mehr Wechselunterricht gesammelt. Es wird bundesweit aktuell darüber diskutiert, wie das Infektionsgeschehen eingefangen werden kann und wie der Lockdown-Light verschärft werden muss. In Hessen soll es jetzt in Hotspots Ausgangssperren und Alkoholverbote geben, die keine Kommune flächendeckend kontrollieren kann. Die hilflose Argumentation des Ministerpräsidenten, es gebe keine anderen Möglichkeiten mehr, das Pandemiegeschehen einzudämmen, muss in den Ohren der Schülerinnen und Schüler und der Lehrkräfte, die Tag ein, Tag aus eng gedrängt in den Klassenräumen sitzen, sehr, sehr zynisch klingen. Von unserem Kultusminister wieder einmal nur dröhnendes Schweigen. Es war gerade schon angeklungen, in den neuen Vereinbarungen des Landes und in den neuen Grenzwerten findet man keine verbindlichen Regeln für die Schulen. Es gibt immer noch keine Bewegung für verbindliche Inzidenzwerte im Stufenplan, und immer noch verweigern Sie sich dem Wechselmodell. Und ich frage Sie jetzt einmal ganz ernsthaft, Herr Lorz, wenn Sie das Wechselmodell so falsch finden und so grundsätzlich für unverantwortlich halten, warum haben Sie es dann überhaupt in Ihren eigenen Stufenplan geschrieben? Das haben Sie bisher überhaupt nicht gesagt. Sie wollen nicht, dass es ausgelöst wird. Sie sagen, ja, keine Ahnung, was die Inzidenz sein soll, ab wann das gelten soll. Aber es steht ja in Ihrem Stufenplan. Warum steht das dann da drin? Sie verunsichern die Menschen in unserem Bundesland, schreiben Pläne auf, ohne zu sagen, wann sie gelten sollen, ja, die Sie selbst sogar politisch falsch finden.
Der Kultusminister muss endlich klare Ansagen machen. Ab welcher Inzidenz soll denn das Wechselmodell jetzt gelten? Und ab wann nicht? Reicht 200 nicht? Welche Inzidenz würden Sie denn anlegen? Ab welcher Inzidenz wird es dann landesweit eingesetzt? Das sind Sie uns bisher alles schuldig geblieben. Warum gilt in Bayern jetzt eigentlich ein Wechselmodell ab Stufe 8, obwohl es in Hessen Mitte November ähnliche Inzidenzen gab wie jetzt in Bayern? Und hier hat man am Präsenzbetrieb festgehalten. Warum? Das kann man doch keinem Menschen mehr erklären. Genauso wenig nachvollziehbar ist es, dass es bisher keine Clusternachverfolgung an Schulen gibt, geschweige denn irgendwelche Clustertests. Im Gegenteil. Jetzt ist man schon teilweise dazu übergegangen, die Schülerinnen und Schüler, die mit einem positiv getesteten Mitschüler gemeinsam unterrichtet werden, nur noch in Einzelfällen in Quarantäne zu schicken. Getestet wird die Klasse dann ebenfalls nicht. Frau Kuhler, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schwab? Nee, gerade nicht, ist ein bisschen eng. Schulpflichtige Kinder werden seltener getestet als die meisten anderen Altersgruppen. Frankfurt und Offenbach praktizieren das mittlerweile so, und Wiesbaden liebäugelt ebenfalls damit. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, so kann man sich die Zahlen auch kleinrechnen. Gleichzeitig werden Informationen über Corona-Infektionen an den Schulen nur unzureichend an die Eltern weitergegeben. Dass es in einer Klasse oder in einem Jahrgang Corona-Infektionen gab, erfahren Eltern mal über ihre Kinder, mal durch Elternvertreter oder die Schulleitung. Und tatsächlich widerspricht dieses Vorgehen den Empfehlungen des RKI. Das stellt fest, ich zitiere, die Exposition einer Einzelperson zu im Raum hochkonzentriert schwebenden infektiösen Partikeln kann durch einen Mund-Nasen-Schutz kaum gemindert werden, da die Aerosole an der Maske vorbei eingeatmet werden. Schulklassen, und zwar ganze, gelten für das RKI bei Infektionsfällen ausdrücklich als Kontaktpersonen der Kategorie 1, für die Quarantäne angeordnet werden sollte. Die schleichende Neuausrichtung der Strategie mit Corona an Hessenschulen umzugehen, dürfte Herr Lorz gefallen. Aber im Sinne des Infektionsschutzes, der Nachvollziehbarkeit der Maßnahmen und der Nachverfolgbarkeit der Infektion ist sie sicherlich nicht. Das kommt aber davon, wenn man die Verantwortung für die Schulorganisation in Pandemiezeiten auf die in der Vergangenheit zusammengesparten Gesundheitsämter abwälzt. Es braucht endlich klare Vorgaben vom Land, damit überall in Hessen einheitliche Regeln gelten. Leider sind wir davon aber meilenweit entfernt. Jüngstes Beispiel dafür ist das Kommunikationschaos rund um die Antigentests für Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher. In der letzten Sitzung des Kulturpolitischen Ausschusses wusste scheinbar nicht einmal Herr Lorz, dass das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und das Kultusministerium ein Team von der Uniklinik Frankfurt beauftragt haben, um eine Studie über den Einsatz von Antigen-Schnelltests durchzuführen. Das passt dann auch, dass trotz positiver Ergebnisse dieser Studie und einer Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn, eben solche Antigentests für Lehrer und Erzieher zur Verfügung zu stellen, unser Kultusminister noch nicht so genau weiß, ob und wann die Testungen kommen und wann die wirklich zur Verfügung stehen. Scheinbar kommunizieren der Kultusminister und der Sozialminister nicht miteinander. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Von einer gemeinsamen Teststrategie von Bund und Ländern kann sowieso keine Rede mehr sein. Sachsen schließt jetzt alle Schulen, und Bayern macht auch seinen eigenen Weg. Insgesamt hat der Kultusminister längst die Kontrolle über die Pandemiebewältigung an den Schulen verloren. Aber ganz ehrlich, mir scheint es so, als käme Ihnen das auch zu Pass. Denn wenn man keine Regeln macht, dann ist man auch nicht für das verantwortlich, was passiert an den Schulen. Ich sage Ihnen, Herr Lorz, die Hessinnen und Hessen lassen sich nicht weiter an der Nase herumführen.